Jubel unter den Anhängern der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Ihre Reformpartei hat bei den Parlamentswahlen am Sonntag mit 31,6% der Stimmen die Mehrheit geholt. Laut Kallas stärke dieses Ergebnis ihre Position, um weiterhin ihre harte Haltung gegen Russland fortzusetzen. Major reforms regarding green transition, for example, but we also have to invest in our security. Our aggressive neighbor has not vanished and will not vanish, so we have to work with that. Kallas Hauptgegner in der Wahl war die rechtspopulistische ECRE-Partei, die 16% erreichte. Die will das Engagement des baltischen Landes in der Ukraine-Krise begrenzen und macht die Regierung Kallas für die hohe Inflationsrate in Estland verantwortlich. We've had the highest inflation in Europe. We've had the biggest drop in living standards, the biggest drop in economics. So we are very rapidly moving into a very multi-pronged crisis in Estonia. And I don't see the liberal parties actually understanding it or being able to solve it. Da Kallas nur wenige Parlamentssitze dazu gewonnen hat, wird die Regierungschefin wieder eine Koalition mit einer oder mehreren Parteien eingehen müssen, um wieder die Regierung bilden zu können.